Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Freuen Sie sich auch diese Woche wieder auf interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde sowie aktuelle Ausblicke auf kommende Termine. Einen mitreißenden Chansonabend mit den schönsten Liedern der 20er bis 40er Jahre gestaltete neulich Stefan Heim in der Vorarlberger Museumswelt. Wir waren dabei und haben die schönsten Lieder von Gnädige Frau bis Sag zum Abschied leise Servus für Sie eingefangen. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Herzlich willkommen beim Drei-Schwestern-Kanal. Mein Name ist Stefan Heim und ich bin der Bruder von dem Bruder. So lautet der Titel vom heutigen Konzert hier in der Museumswelt. Wir werden mit Klavierbegleitung, Kontrabass und Schlagzeug Lieder, Chansons aus den 20er, 30er und 40er Jahren hören, Chansons aus den damaligen Schwarz-Weiß-Schinken, die er mit den berühmten Schauspielern Hans Moser, Hans Albers, Marika Röck besetzt gsi sind. Ja, wir stehen kurz vor der Aufführung und ich bin schon extremst nervös, aber ich freue mich riesig auf den Abend. Tschüss miteinander, viel Spaß. An dieser Stelle möchte ich mich ganz recht herzlich bei der Museumswelt, beim Team von der Museumswelt, allen voran Kurt Moll bedanken, der mich tatkräftig unterstützt hat mit der Organisation, mit der Bestuhlung vom Saal. Sämtliche Fragen, Anfragen sind extrem schnell, extrem freundlich beantwortet worden. Ein herzliches Dank Kurt und dem ganzen Museumsteam.
Wussten Sie eigentlich, wie viele Treibhausgase beim normalen Transport vom Kaffee ausgestoßen werden? Beim 35-Jahre-Jubiläum des Weltladens Fraßstands wurde nun die Kampagne Coffee for Future vorgestellt. So ist im Weltladen ab sofort auch ein Segelkaffee erhältlich, der mit dem Segelschiff transportiert wird. Bürgermeister Walter Grom würdigte zum Jubiläum das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter im Weltladen. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Wenn die Puppenspielerin Angelika Heinzle mit ihren Handpuppen ins Domino kommt, dann sind leuchtende Kinderaugen garantiert. Dieses Mal dürfen sich die Kinder auf den kleinen Tyrannosaurus freuen, der es immer schwerer hat, Freunde zu finden. Ob es ihm schließlich doch gelingt, das sehen Kinder ab 4 Jahren am Freitag, dem 8.11. um 15 Uhr beim Handpuppentheater Freunde fürs Leben im Domino. Endlich ist es wieder soweit. In wenigen Tagen wird in Fraßstands wieder die Faschingssaison eröffnet. Heuer werden die Schneckerhüsler an einem Montag bei der Lebenshilfewerkstätte in der Kleinfeldgasse die 5. Jahreszeit einläuten und laden dazu herzlich ein. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Fraßstands aktuell. Am weltweiten Tag der Wiederbelebung fand in Fraßstands eine besondere Aktion statt. Etwa 60 Schüler des Borg Bludenz erlernten gemeinsam mit dem Facharzt für Innere Medizin, Dr. Andreas Schnetzer, die wichtigsten Schritte zur Wiederbelebung. Eine gelungene Aktion, um im Ernstfall Leben zu retten. Wir waren auch mit dabei. Oktober 2019, weltweiter Tag der Wiederbelebung in Fraßstands. Als Organisator freut mich es ganz besonders, dass 3 Klassen vom BG Bludenz, speziell Sporg Bludenz mit dem Zweig Gesundheit und Bewegung, den Weg nach Fraßstands in die Museumswelt gefunden hat. Wir haben gemeinsam jetzt einen Tag lang Reanimation, Herzdruckmassage und die Verwendung von einem AED, von einem Laien-DFE geübt. Und es ist ganz wichtig, dass diese Botschaft durch die jungen Leute weitergedreht wird, weil Reanimation, richtige Herzdruckmassage und das Verwenden vom AED kann Leben retten. Und das kann jeder lernen. Und die Jugendlichen zeigen uns das vor, wie das funktioniert und können das in die Welt austragen. Klassenvorstand von einer dieser Klassen, die heute da mit uns vom BG Bludenz da ist. Wir haben das über einen Ex-Schüler
Tobias Schnetzer, das ist ein Bub von Andreas Eichfädel damals, sind dem Andreas ganz fest dankbar, dass er das initiiert hat. Und es geht darum, dass wir das Konzept, das wir bei uns um Gesundheit und Bewegungszweig am Gymnasium Bludenz einfach umsetzen wollen, dass wir Dinge, die im Theorieunterricht gemacht werden, auch ganz fest in der Praxis irgendwo Sachen können, ausprobieren können. Und darum sind wir heute da, dass wir diese Tradition einfach weiterführen. Seit 30 Jahren stellt Samina aus nachhaltig produzierten Naturmaterialien optimale Schlafsysteme her. Dieses Jubiläum wurde gebührend gefeiert. Hier ein paar Eindrücke der Veranstaltung. Eine dreitägige LAN-Party fand im Jugendhaus Kanaan statt. In Kooperation mit dem Verein West Austria Gaming konnte ausgiebig gespielt und über verschiedenste Online-Spiele gesprochen werden. Weitere Highlights wie der YouTube-Star Alex V und vieles mehr wurde an diesem Wochenende im Jugendhaus geboten.
Ja, wir haben das Wochenende unsere LAN-Party im Jugendhaus K9. Vielleicht kurz zur Erklärung, eine LAN-Party ist vom englischen Local Area Network. Da geht es darum, dass man mehrere PCs zusammenstößt und Videospiele zusammenspielt. Und wir haben das darum gemacht, weil viele Jugendliche, speziell Jungs, sehr viel mit Videospielen, Online-Spielen zu tun haben. Und dazu haben wir den Verein West Austria Gaming eingeladen, wo die Fachmänner sind und sich damit beschäftigen. Und das Wochenende steht eben unter dem Motto, was jetzt als Videospiele sind, was so die Risiken sind, dass es da Suchtpotenzial gibt. Und das thematisieren wir an dem Wochenende. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass viele Jugendliche, speziell Mädels, sich sehr viel auf sozialen Medien, YouTube, Snapchat, Instagram bewegen. Und haben dann jemanden aus der Blogger-Szene, der Alex Wie, klar aus Köln, wo viele Fragen beantwortet hat und einfach mal ein bisschen die Hintergründe erklärt hat, was es da alles dazu braucht, um sowas zu machen. Das ganze Wochenende ist ein Teil von unserem Jugendsozialarbeitsprojekt, wo wir einfach uns mit den Themen Videospiele, soziale Medien und Suchtverhalten beschäftigen. Hoi, also im Hintergrund von mir sehen wir gerade High-End-PCs, wo von der West Gaming Austria gestellt worden sind. Dafür nochmal ein fettes Danke an West Gaming Austria. Und ich wollte euch heute nur kurz was erzählen, dass wir auch aufgeklärt worden sind, dass hinterm Zock nur eine Sucht stecken können. Also zum Beispiel, dass es sehr zeitintensiv ist und in die sozialen Aspekte flöten gehen könnten. Und dass du sehr viel Geld investieren könntest zum Skins kaufen und so. Und deswegen wollten wir die Jugendlichen einfach erklären, da informieren und aufklären, dass sie da einfach nicht in das Loch hineinfallen. Wir von West Austria Gaming sind da auf einer LAN-Party für der offenen Jugendarbeit Freistand. Wir sind ein E-Sports- und Gaming-Verein, der in Dornbirn ansässig ist. Wir stellen dieses Wochenende die ganze Hardware, sprich wir haben PCs mitgebracht, Gaming-PCs und Monitore und ein paar Stühle. Und wir veranstalten mit den Kindern gewisse Turniere in klassischen LAN-Spielen, wie zum Beispiel Trackmania. Und ja, wir sind ein Gaming-Verein, der in Dornbirn ansässig ist. Wir organisieren selber diverse Events, auch LAN-Partys wie diese, wo wir unterstützen, aber auch große Turniere in Competitive-Spielen wie zum Beispiel Super Smash Bros. Und League of Legends. Wir sind ein Verein mit gut 117 Mitgliedern zurzeit, stetig wachsen. Und uns geht es ganz viel darum, die Jugend in Vorarlberg fördern, die Spieler, dass das Ganze nicht in eine Sucht ausartet, also immer, dass man in eine Sucht abrutschen kann. Es soll einfach ein gezieltes Spielen sein. Also ich finde, es ist sehr fördernd in gewissen Sachen, in Konzentration und Strategiespielen. Und ich finde, dass man die Jugend gut fördern sollte in diese Richtung. Hallo, ich bin Selina Schmiedler, ich bin 17 Jahre alt und ich komme von Freistanz. Ich bin im West Austria Gaming Verein und ich bin echt froh, dass ich den Verein gefunden habe, weil es repräsentiert richtig gut meine Leidenschaft und die Liebe zum Zocken, die ich habe. Hallo, ich bin Delia Sandholzer und ich bin neu in dem Verein. Und ich finde, es ist eine super Veranstaltung, weil dadurch, dass die Veranstaltung stattfindet, wird halt der Verein ein bisschen mehr gezeigt. Und die Spiele, die man spielt, beispielsweise, ich habe jetzt schon lange im Trackmania spielen können, weil es ein Kindheitsspiel war von mir und es ist super, mal wieder die Spieler kürzen können. Wir haben gemerkt, dass viele Jugendliche viel Zeit mit sozialen Medien verbringen. Darum haben wir uns gedacht, wieso laden wir nicht jemanden mal ein, der viel Zeit mit dem verbringt und der weiß, wie alles so ist. Wir haben uns für Alex Wie entschieden. Das ist ein Influencer, der viel mit YouTube zu tun hat. Und er hat uns über sein Leben als Influencer erzählt und was er alles so macht und die Hintergründe halt.
Ja, hi alle zusammen. Ich bin der Alex. Ich bin heute auch hier dabei. Und zwar komme ich eigentlich aus Deutschland. Ich wurde sozusagen hierhin eingeladen. Ich gucke immer automatisch in die Kamera, weil ich selber ja YouTube-Videos mache. Und da ist es schwierig, man gewöhnt sich ja mit der Zeit daran. Also ich bin hier, sag ich mal, als Social-Media-Gast oder so. Ich erkläre den Jugendlichen hier, was ich so mache, worauf man da achten muss. Also vielleicht mal kurz zu mir als Person. Ich bin 21 Jahre alt, komme wie gesagt aus Köln, studiere da und mache eigentlich hauptberuflich Online-Videos, speziell auf YouTube, und verdiene damit auch sozusagen mein Geld durch Werbung und Sonstiges. Und ja, hier bin ich, um den Jugendlichen mal Fragen zu beantworten zu diesem Beruf, weil das natürlich eine Sache ist, die von vielen jungen Leuten auch geschaut wird, und viele nehmen sich dann so vor, ey, das will ich auch machen, damit will ich Geld verdienen und so weiter, und ich erzähle ein bisschen über die Vor- und Nachteile, Risiken und so weiter. Aber wir haben gerade auch schon eine Menge Billard gespielt, FIFA habe ich gerade auch gespielt, also ist auf jeden Fall eine Menge los hier und macht Spaß. Deswegen bin ich mal gespannt, wen ich gleich noch so im Billard abziehen kann. Hi, ich bin der Elia. Ich bin heute ins Jugendhaus K9 gekommen, weil der Alex wieder ist. Den verfolge ich auf YouTube schon seit ungefähr 2 Jahren. Und ja, er macht coole Videos und ich bin überhaupt gerne in K9, ja, weil ich Kollegen treffe, die ich Fußball spielen kann dahinter. Ja, ist cool. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.